So. Packen wir mein Metall dazu. Mörser place ich auch schon mal. Lagerfeuer hättest du zur Not auch außerhalb lassen können, aber ist egal. Ja, ist so wurscht bei der Größe. Überleg mal, da muss nachher noch diese AM-Smithy rein. Oder was das war, da muss noch diese Forge irgendwo hin. Ist ich gerade beinahe drüber gelaufen, oder die Pilze zu essen, ne? Nice. Ich hab den einen Narco-Dingens ein Fernglas reingelegt. Ich bin auch schon wieder da. Pack mal deine Narco-Bären da wieder rein, in den oberen linken. Stell an. Also in den oberen linken, ja. Ja, und da ist dein Fernglas dran. So, ich muss jetzt die Pilze auf irgendeinen anderen Slot legen, weil da habe ich immer noch ein Fernglas. Hier ist so ein Glowbug. Merke ich gerade mal. Also Charcoal wird produziert. Ah, muss ich den erstmal treffen. Oh, jetzt kommt der Aimbot, okay. Ja, hier, zwei Treffer in Folge. Oha. Hey, das ist eventuell unsere Chitin-Rüstung. Ja, wir haben keine Lederrüstung, ach, keine Metallrüstung. Ich habe 500 Chitin jetzt herausgezogen. Da vorne ist noch einer rein, theoretisch. Also, das passt ganz gut hin. Wir müssen nicht mal in dem Baum drin stehen, um zum Greifen zu können. So. Lass mal mein Zeug hier rein. Falsch mir das dich mal aus. Es wird, by the way, jetzt ein relativ langer Tag. Wir können mal eben gucken, wie das mit der Zeit läuft. Aber jetzt kriegt das teilweise nur sekündlich. Also 90% Tag ist echt lang. Wenn du eigentlich 90% Tag hast, dann brauchst du gar nicht erst versuchen, im Ansatz zur Oberfläche zu gehen. Stehst du morgen noch da. Also wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal zum... Wäre ganz cool, wenn wir dann vielleicht... Also gut, da wir jetzt 10% Nacht haben, brauchen wir da wahrscheinlich auch nicht so... Wobei, wir wollen ja eigentlich nur unten fahren, ist Blödsinn, was ich... Ja. So. Ach, mit SM4 ist das Licht immer so. Ich klicke erstmal immer aufs Falsche. So. Mach schon mal zwei Metallspitzhacken. Und finde ich. Ja. Rein theoretisch würde fürs erste auch eine Armbrust reichen. Ach, lieber Fiber, habe ich doch so viel Inventar. Endlich ist das Fleisch bei mir auch mal verdottet, ja. Hat ja gar nicht lange gedauert. Nee. So, ich mache auch eine Armbrust. Oh, Tribe-Name. Da sagt er was. So, ich würde links hier reinhauen. So, oh, Narko-Bären fehlen. Dip. Ah, ich kann nicht bauen, während ich crafte, weil ich da nicht hochspringen kann. Ich hoffe, die Sachen, die Add-ons zu einer Upgrade-Station können wir da jetzt noch dran bauen. Wir haben ja nicht viele Add-ons. Haben wir überhaupt ein Add-on? Wir haben gar kein Add-on. Sind die hier nicht drauf, oder was? Ja, das hatten wir doch schon mal, als wir getestet haben. Du hast die Blueprint hast du nicht drauf und die Augment hattest du auch nicht drauf. Ach lol, hier gibt's die Blueprint-Dingens gar nicht. Ja. Ich glaube, oder? Nee. Ich meine nicht. Mal Blueprint? Nö. Lol. Das hatten wir, glaube ich, auch, als wir da mal beim Test-Join geschaut hatten. Da ist, glaube ich, nur die Upgrade-Station. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja, das ist auf jeden Fall... Komm mit dem Alter. Gut zu, ja. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ich tue mal mein Gedönschen mal rein. Ich mach mal schon mal Narko-Pfeile. Warte mal, wir machen einfach Folgendes. Ich, der Trickster,
Aha. Du also als der Trickser. Oh nein, ich kann genau einen Pfeil machen. Oh, da fehlt mir Thatch. Ernsthaft. Jetzt wegen Thatch rauslaufen. Fuck! Ich, der Trickster, hab mich verbaut. Ja, gut, dass du ein Trickser bist, ne? Ja. Merke gerade, wir haben eventuell mit den Forges einen kleinen Fehler gemacht. Wieso? Weil die eigentlich noch dicht gebaut werden müssen, genau an der Stelle. Weil vielleicht kriege ich das auch anders hin. Weil ich kann hier oben halt keine Wände, keine Dächer setzen. Ich lass dich da mal dran verkünsteln. Baue ich das halt irgendwie anders. Nicht schlimm. Kriege ich auch hin. Die Base wird ein bisschen kreativer als gedacht. Ja, wer fängt das? Wieso laufe ich denn zu dem Steg, wenn ich Idiot? 60er und 160er. Wir haben eigentlich theoretisch gleich Time. Ich weiß nicht, 160er packen wir den, sonst wollte ich einfach den 60er, brauchen wir ja nur zum Bären fahren. Den 160er werden wir zur Not auch packen, aber. Na gut, wir haben 50 Pfeile. Dann machen wir den Das heißt, 60er. Also im Normalfall würde ja. ich halt hingehen und zusehen, dass wir irgendwie es noch schaffen, die Dinge schon mal zu verbessern, ne? Wenn wir haben jetzt hier noch neun Also, Metall. Hast du jetzt schon wenn zwei ich. Armbrüste gecraftet? Nee, er ist eine. Pass auf, dann gucken wir doch mal, was wir dafür brauchen. So. Wood und Fiber. Fiber. Wood. Upgrade. 140 Damage. So. Fehlt 17 Metall, mehr Metall. Machen wir die noch direkt mal zwei Stufen hoch oder so und dann kannst du damit easy tamen. ne? Ja, wobei Metall. Ja, dann muss ich ja noch ein bisschen Metallklappe. Wenn du Metallspitzhacke weißt, so viel Metall haben wir nicht mehr. Welche Machen Sie Metallklappe? das? Oh, warte, Machen ich Sie wollte. das? Ich wollte Ich Sparkboard brauche eh eventuell schon Steine. mal. Ja, ich wollte jetzt sowieso ein bisschen Sparkboard anwerfen. Klau dir einfach ein paar Steine draus. Das sind sowieso mehr als genug. Was? Cool. Jetzt so? Ja, sagen wir so, für die Sparkboard-Produktion. Es ist mehr als genug. Wie viel haben wir nicht mehr? Oh, ich muss jetzt gleich wieder ein paar Pilze farmen gehen. Sonst komme ich ja nicht mehr durch. Ach, au. Wie gesagt, Kreativitätspreis ist jetzt noch nicht da, aber mal gucken. Es gibt ja immer Luft nach oben, also. Genau. Vielleicht für den Spot, ja. Ja. Einfach nur, weil wir zwei ganz tolle Typen sind. Super toll. Das kam jetzt irgendwie nicht so überzeugend, muss ich sagen. Erdbeben, yeah. Oh, Base ist dicht. Mehr Metall, mehr Metall, mehr Metall. Kann es eigentlich auch Metall regnen? Ja, aber nur ganz wenig kommt da, glaube ich, oder? Na gut, Also, brauchen wir auch nicht. neben mir liegen, ja, wenn dann wird kein geschmolzen, ist dann halt der rote Doppel, Ja. aber keine Ahnung, neben mir liegt gerade zwei Holz, also, ich weiß ja nicht, ob das so, da mal Obsidian hier liegt, oh, da liegen die grüne Gems, nice. Oder liegen nochmal grüne Gems, nice. Immer mitnehmen. So. So, was brauchen wir denn nochmal für den Ravager-Sattel? Ravager-Sattel braucht Frag mich Pilzholz, nicht. Lederfaser. Gut. Wie viel Leder habe ich noch? Genug. Ich mache mal zwei Ravager-Sattel. Sollte sie Ja. vorher auch lernen. Ach, Werkbank. Keine Idee.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Bin ziemlich boosted. Ja, das ist mir nichts Neues. Und mehr Steger. Oh no. Nee, anstatt die scheiß Armbrust zu upgraden, habe ich jetzt einen 420 Damage Bogen. Das ist viel sinnvoller. Stimmt. Da war ja was. Ich kann mich daran erinnern, wie wir bei Wingo in Ulta uns immer mit dem Bogen angefallen hat. Ja, stattdessen upgraden wir jetzt hier die Dingens, was halt eigentlich richtig dumm ist. Ah, ich habe vercheckt, mein Fleisch zu splitten. Egal, wir brauchen eh erstmal Narkobären. Alter, schicke, wenn ich dich jetzt anschieße, ne? Was wissen du auch hier? Sieh dich. Ich habe eher Angst, dass mir hier meine Temps hier einfach schön... Du hast alle Narkopfeile dabei, ne? Ja. Okay. Nein, so mit dir, Steger. Wieso habe ich Angst, dass der Steger mir da drunter fällt, wenn er wegläuft? Kann gut passieren. Kannst ihn auch einfach einbauen. Vorher. Das wird zu einfach. Gut. Die Hitmarker, die sind schon wieder on point. Das merke ich jetzt schon wieder. Schießt ihn unten am Bein ab, bekommst nur 28 Damage. Hat da was gelaufen, oder? Donus! Leda! Hallo! Ein nicer Diesing. Ah. Oh. Hey, nice! Kaltmaschine. One-Hitte 300 hat Dodos mit dem Bogen auf jeden Fall. Machen 600 irgendwas Schaden. Ah, Stego verfolgt mich. Ah, der andere Stego liegt. Worth it! Au! Weiß tatsächlich nicht mehr, wie man diese Leuchteviecher tamt. Mit irgendwelchen Pilzen, die ich jetzt natürlich nicht mehr habe. Also mich darfst du das nicht verlangen, ne? Ich glaube, den tamt man mit irgendeinem Pilz. Ich weiß aber nicht mit welchem. Also der Stego ist gleich fertig. Wir können nice. Okay, Stego ich weiß welcher. Stego Sattel online muss. Ist das immer noch so verbuggt? Hi. Das muss ich dir zeigen. Wo bist du? Bist du mit Stego? Ja. Was machst du denn? Guck mal her. Guck mal, in den Querschnitt. Gott, der ist immer noch zusammengedrückt, ey. Oh Gott, wie das ausschaut. Wieso? Ah, okay. Das ist doch schon seit Anfang an so wie... Ich brauch das mal bitte für den Stego-Sattel. Okay. Warm, der war ein bisschen Chitin. Mach das. Alter, das ist seit Anfang an schon so. Und wie lange gibt's jetzt Operation? Wieso fixen die das eigentlich nicht? Das ist so scheiße. Okay, mein Bogen hat einfach nur gebuggt. Ich dachte, der Server hat geleckt. I don't know. Oh, Moment. So. Guck mal eben, ob ich der Rollrad da hinten mal ein paar blaue Gems Wow, Moment. Ey, das ist die Rollrad, die sich da eingebuddelt. Welches Level bist du? 140, dich töte ich. Hallo! Also es bei dir in der Nähe jetzt rot leuchten sollte, ne? Ich war's nicht. Komm her. Kannst du mal eben mitschießen mit normalen Pfeilen? Habe ich normale Pfeile, ist die Frage. Nein, habe ich nicht. Ich kann Sperre werfen. Ich kann den auch mit Alter, wie viel Damage machst du denn? Ja, schön, dass ich 260 Damage mache und du 230. Lauf! Also ich kann gleich mit dem Stego zuschlagen, sobald er fertig ist. Jetzt hat er dich auf Agro. Eieieiei, nee. Geh weg von mir! Ah! No! Nice Dodge. Das sollte ja bald liegen, oder? Also, tot sein, mit liegen. Machst du schon. Nee, du hast da deine Übung. Schön über mein Leuchtstäbchen drüber. Ich renne nur die ganze Zeit halt. Das Viech ist halt echt nicht lahm. Er muss halt irgendwo hingehen, wo er denn nicht hinkommt. Ja, wow. Das wäre doch mal eine Idee. Also ich könnte eine Stelle zeigen, von da aus habe ich den Stego geteilt. Müsstest du halt nur wieder in die andere Richtung rennen. Oh, der Stego ist fertig. Ich gehe mal Bären fahren. Du machst es schon. No! Jump verkackt. Auf geht's, Stego. Zu einem Bären gefarmt.
Alter, ich komme jetzt gerade unsere Rampe hier nicht mehr hoch. Bin ich denn jetzt boosted oder was? Die Antwort aller. Ja, gut. Also, Anarcho-Ban haben wir jetzt dann genug, ne? Die Einstellungen. Ah! Ja, wow! Beim nächsten Fall ist sie umgefallen. Möchtest du vielleicht nicht irgendwelche komischen Bewegungen machen? Das macht mir Angst. Ah, sie gibt Keratin. So mehr? Nee. Auch glaube ich, eine Axt, eine Eisenaxt. Ich habe hier so viel Leder eigentlich. Also das mit dem Bogen lohnt sich halt übel. Jo. Wieso backt der Bogen? Warum backt der so rum? Oh mein Gott! Gerade allen Ernstes auf 2 Meter den Glowbug nicht getroffen. Ich sag mal nichts dazu. Ich bin besser mit Armbrüsten. Hello. Synchronschreien. Ja. Warum gibt das Damage-Zahlen jedes Mal, ne? Ja, immer eine schöne 1. Es ist halt so lustig, wenn hier Leute mit Equi hinkommen, wollen gerade angreifen, rennen hier rüber, sterben. Oh Mann, wie du mit diesem Kackvieh auf der Schulter. Ich kann das nicht serious nehmen. Das schaut einfach so kacke aus. Ich habe jetzt noch mal. Oh Mann. Ich habe 36 blaue Edelsteine. Der ich habe geklaut. 470 Nagobern, du. Heißt, wir könnten schon ein Glider-Suit machen. Für den zweiten reicht es noch nicht ganz. Denn sobald wir Glider-Suit haben, würde ich dann eigentlich tatsächlich das erste Mal direkt in die Wüste gehen. Inventar leer machen und dann... Ja, oder direkt ein Tame... Ne, Tame wäre sinnvoller wahrscheinlich. Wir gehen erst Ravager holen. Alle... Ich mache ja ein richtiges Bordell-Feeling, ne? Genau. Guck's dir doch mal an. Im schönen Rotlicht. Das mit dem Bogen, das lohnt sich halt wirklich, ne? Also. Ja. Ja. Bonobo. Hey. Okay, 20 Metalle haben wir nochmal. Die Frage, brauchen wir das jetzt noch für irgendwas gerade? 20 haben wir jetzt. Wir sollten eigentlich zusammen für Zeit eine Ladung kriegen. Nimm dir mal den Ravager-Sattel mit. Ja, gleich. Ich mach mir gerade nochmal einen Bogen rein hier. Du hast jetzt alle Taming-Pfeile, glaube ich. Hast du nochmal Taming... Ja, ich habe noch gerade angehauen ohne Ende. Hast du angehauen, okay. Jo. Ich splitte das mal auf 2. Hier läuft schon das Ding. Aber Alter, hier. Wir haben die ganze Zeit hin und her. Ja, das nervt total, ne? Ah, Gott, ey. Bewege mich immer weiter weg von der Smithy, habe ich so das Gefühl. So, ich habe jetzt meinen Bogen. Ja, Ascendant hier passt auch. Wie viel Damage? 471. Ja, ein bisschen mehr als mein. Ravager-Sattel habe ich dabei. Bisschen Fleisch habe ich dabei. Okay, dann lass mal knacken, oder? Jope. Jope. Lass mal abstürzen gehen. Wir haben jetzt zwar nur ein. Ups. Ein Rüstungsset, aber sei es drum. Brauchst noch keine Buffpilze. Sicher, sicher, ich hab da lange dabei, also von daher. Wir laufen hier bis zum Drop. Und Lila! Ja. Ja. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da. Nur gutes Zeug drin. Seid ihr jetzt schon? Ja, ja. Jo. Also ich möchte auf jeden Fall das GPS-Teil haben. 428. Sollen wir es vielleicht zurück tun, oder willst du es gleich mitnehmen? Das können wir mitnehmen. Das ist Gilly. Gilly können wir ganz, ganz schnell selber machen. Setz einfach mal auf, ich bin jetzt so frech. Ja. Aber schön die Weihnachtsmütze wieder drauf. Ja, natürlich. Ja. Das ist so klar. Wow, wieso geht der an? What the fuck? Da unten baut einer! Lol, ich seh's jetzt das. Das ist doch bestimmt Mattyland, oder? Crimson Predator. Welchen das? Ich würde jetzt am liebsten Bugs fragen, ob das zu nah dran ist. Warte mal kurz. Crimson Predator, seid ihr hier? Hm.
Crimson Predator, der zweite Channel. Dark WWE, Tommy und Phil Ausburg. Kenn ich nicht. Da steht einer. Haben wir denn da schon? Wir können uns einfach mal in die Base droppen lassen, die töten. Ich möchte eigentlich fragen, ob das zu nah an der Höhle dran ist. Die Höhle ist direkt daneben. Ja. Ja, wie da einer baut, ey. Mag euch, ja. Wir sind die ganze Zeit drüber. Frag mal eben, ob Bugs Bock hat, in unseren Channel zu kommen. Der ist auch schon 74 da unten. 74 ist immer der Hause. Das ist ja. Das ist halt schon extrem, glaube ich. Ich meine, das ist. Wenn der von da das die Turrets ein... auf Max stellt, wirst du eventuell im Eingang beschossen. Also wenn du ganz links lang gehst, denke ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sehr der Fels hier davor ragt. Aber die Gas-Vane ist da, dieser Fels, ob das vielleicht einen Schutz bietet oder nicht. Ja, eigentlich nicht, das ist mit der höchste Punkt da. Also von da aus nach rechts geht's nur noch tiefer, bis zum Höhleneingang wieder hoch. Oder bis zum Wüsteneingang. Aber die blocken damit halt schon. Also wenn die Turrets haben und wir laufen den Wüsteneingang da hoch, kann es sein, ja. Dass das ein oder andere Turret uns einen Header gibt. Hey, kurz schon überlegen, wir könnten dann eingehen, die töten das Problem ist, hier kommt nicht mehr raus. Ich hab mir gerade dazu auf. Ja, das ist allerdings ein Problem. Mit Kletterwerkzeug kommst du auch raus. Ja. Ich möchte eigentlich jetzt runter und Metall holen, das Ding ist. Na gut, ja, die sehen uns halt, wenn wir da. Ja, wir würden wahrscheinlich an der Decke entlang fliegen fast. Also wir kommen locker easy in den Höhengang rein, aber. Ja, das schon, aber. Ich möchte halt wissen, ob das erlaubt ist, bevor die jetzt da stundenlang zubauen. Und das ist ja eigentlich die Gasdings, die wir eigentlich auch mal geplant hatten zu nutzen, ne? In einer Stunde. Ja, also hat er keinen Bock jetzt in unseren Channel zu kommen, oder wie sehe ich das jetzt? Schau mal eben. Keine Ahnung. Leuchtet ja. Hier so. Guckst denn du? Was ist das? Da noch irgendwas? Irgendwo irgendwas noch leuchtet lila? Hier. Lila. Unter uns ist ein lila Drop. Lol. Den sehen wir hier hoch? Ja. Oh lol. Den haben die noch nicht geholt. Scheint nicht. Ich will erstmal okay schlagen. Ja gut, schade, dass er jetzt nicht in den Channel kommt. Die Frage, lila Drop und wir kommen dann halt nicht in die Wüste rein. Ne? Wir müssen halt einmalig da jetzt reinfliegen und ein bisschen Metall rausholen. Der Weg zurück dauert übrigens übel lange. Ja, ich weiß. Sagen wir vielleicht auf dem Dückweg, den können wir da hin. An den. Ne Drop? Ja, auf der ist bis dahin wahrscheinlich weg. Aber also, gucken wir mal. Das kann sein. Ja komm, wir springen jetzt erstmal. Ich habe jetzt keine Lust hier so stundenlang zu warten. Mach direkt früh auf, guck, wir können easy an den vorbeifliegen. Ja, das kann ja sein. Vor allem ist der so auf halber Höhe, da müssen wir halt irgendwie nachher mal reinklettern. Wenn wir mit Leuchtstäben auf die werfen. Nein. Wir klatschen halt da gegen die Decke, ne? Ja, lass dich fallen. Das aber noch hinkriegen. Nee. Miau.